Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu dem Kriemhild 80 Watt Kit. Obendrauf sitzt der neue Gunther Sub-Ohm-Tank. Ja, ihr seht schon, Top Airflow ist angesagt, drin sitzen aber immer noch die Coils von der Kriemhild 2. Und der Akkuträger hier drunter, der 80 Watt Mod, ist betreibbar mit 21700ern, 20700ern und 18650ern. Also an Akkus passt da auch alles rein. Und er hat jetzt ein akustisches Security Protection System, was euch zum Beispiel, wenn ihr einen Kurzschluss habt oder wenn ihr Dauerfeuer habt oder halt entsprechend nochmal ein akustisches Signal liefert. Ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz runter auf den Tisch. Dann zeige ich euch das Ganze auch nochmal, was da mitkommt. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first. Hier haben wir die Verpackung des Kriemhild 80 Watt Kit, bestehend aus Akkuträger und Verdampfer. Auf der Rückseite findet ihr auch nochmal die Features des Gerätes und die Kontaktmöglichkeiten von Vapefly. Gut, machen wir das Ganze mal auf. Dann finden wir hier im Inneren einmal den Kriemhild 80 Watt Mod, daneben den Gunther Sub-Ohm-Tank und hier oben auch nochmal ein Ersatzglas. Und wenn wir den Schaumstoff hier rausnehmen, dann finden wir unter dem Karton auch nochmal das Zubehör. Bestehend aus einem Drip-Tip-Adapter, mit dem könnt ihr auch die klassischen 510er Drip-Tips in dem Gunther Sub-Ohm-Tank verwenden. Eine 0,3 Ohm Ersatzcoil, es kommt aber auch nochmal eine 0,2 Ohm Duplex-Coil mit. Da könnt ihr euch überlegen, ob ihr Single- oder Duplex-Mesh dampfen wollt. Ein Ersatzteiltütchen mit O-Ringen und Dichtung. Und noch ein formschönes USB-C-Ladekabel, um das Gerät auch an einem USB-Anschluss zu laden. Dann gibt es natürlich nochmal die Hinweiskarte, wie Akkus auszusehen haben und die Garantiekarte. Gut, hier das Gerät mal aus der Nähe. Ich drehe das mal für euch und dann kommen wir mal eben zu den Spezifikationen. Der Gunther Sub-Ohm-Tank besitzt einen Durchmesser von 25,2 mm und eine Gesamthöhe von 54,5 mm. Das Ganze ist ein Top-Airflow-Gerät. In den Tank hier rein passen 5 ml an Liquid rein. Und wenn ihr das Straight-Glas verbaut, das hier ist das Bubble-Glas, was hier auch nochmal als Ersatzglas mitkommen, passen dann noch 3,5 ml in den Tank. Den Akkuträger und den Verdampfer gibt es auch nochmal in 4 verschiedenen Farben. Das hier ist jetzt die silberne Variante. Das Ganze gibt es aber nochmal in Gunmetal in Schwarz oder in Schwarz-Gold. In den Akkuträger passen die gängigen Akkutypen 18650er mit Adapter oder 20700er oder 21700er. Der Akkuträger hat eine Gesamthöhe von 87,5 mm, eine Breite von 3 cm und eine Tiefe von 43,7 mm. Der Akkuträger kann regeln von 0,5 bis 8 Volt und von 5 bis 80 Watt. Wir haben einmal Variable Watt als Modus oder Bypass. Widerstände werden akzeptiert von 0,1 bis 3,5 Ohm. Gut, dann fangen wir mal mit dem Gunther Sub-Ohm-Tank an. Der ist hier auch nochmal abgebildet als kleiner Icon auf der Glocke. Wir haben hier einen klassischen Sub-Ohm-Tank mit Top-Airflow. Das heißt, hier im oberen Bereich sitzt unser Drip-Tip. Es ist hier ein 810er, kommt aber auch nochmal ein Adapter mit, damit ihr dann auch 510er Drip-Tips hier drauf nutzen könnt. Wir können hier unten direkt runter bis zur Coil schauen. Auch dieses Gerät hat wieder einen Topfhüll bekommen. Das heißt, wir haben im oberen Bereich einen Bajonettverschluss, der sich mit einer Vierteldrehung öffnet. Ihr seht hier diese beiden Zähnchen im Inneren. Hier greifen diese Zähnchen entsprechend ins Bajonett. Und auch hier ist auch nochmal eine Silikonscheibe, die das Befüllen vereinfachen soll. Wenn die euch stört, könnt ihr die aber natürlich auch entfernen. Dann haben wir hier unsere Airflow. Die lässt sich stufenlos regeln. Und ihr könnt das Ganze anpassen, im Endeffekt so, dass ihr hier diese Schlitze begrenzt. Oder wenn ihr wollt, hier auch nur noch ein kleines Löchlein offen lasst. Und diese Öffnung haben wir auf beiden Seiten. Das heißt, das schließt und öffnet sich dann entsprechend analog. Der Airflow-Ring lässt sich natürlich auch nochmal abnehmen. Der hat ja auch nochmal so eine gefräste Nut, damit er dann auch nur in dem Bereich läuft, den dieser Vorsprung hier vorgibt, in dem das Regeln hier auch Sinn macht. Ihr könnt euch also den Zugwiderstand so einstellen, wie es euch am besten gefällt. Die Topcap hat ja auch nochmal so Einfräsungen, damit das Ganze ein bisschen griffiger ist. Fürs Öffnen und Schließen ist das Ganze eigentlich sehr handlich. Und das Drip-Tip hier setzt auch nochmal die Form der Topcap soweit fort, dass das vom Design her halt auch passt. Dann haben wir unseren Bubble-Glas-Tank mit 5 ml Füllvolumen. Ihr könnt das natürlich auch gegen das Straight-Glas tauschen, dann wird das Ganze hier so ein bisschen vom Design her halt auch flacher. Je nachdem, wie eure Vorliebe da ist, könnt ihr den natürlich dann auch tauschen. Wenn ihr die Coil tauschen wollt, könnt ihr im unteren Bereich hier das Teil einfach rausdrehen.
Dort ist im Lieferumfang dann auch die Duplex-Coil hier verbaut. Entfernen lässt sich das Ganze mit dem Fingernagel, einem Schraubenzieher oder wie ich das jetzt hier mache, mit meinem Chubby-Flaschenwerkzeug. Die Coils sind hier nur gesteckt. Ja, die Coils sind baugleich mit der Creamhill 2, haben also denselben Formfaktor, lassen sich also auch hier verwenden. Das hier ist jetzt die Duplex-Coil. Wir sehen, dass wir hier dann nochmal einen Kontaktpunkt haben in der Mitte, der das Mesh dann hier in zwei Teile tauscht und damit dann so eine Art Dual-Coil-Betrieb damit ermöglicht. Diese K1-Coil ist im Auslieferungszustand auch verbaut. Sie läuft von 45 bis 60 Watt und hat 0,2 Ohm. Und als zweiter Ersatzcoil kommt noch die 0,3 Ohm Variante, die von 40 bis 55 Watt läuft und die dann eine klassische Mesh-Coil hat, also nicht Duplex-Mesh, sondern ganz einfach ein normaler Meshbogen, der hier verwendet wird. Beides mal hier wieder dieses ausgestanzte Blech, was verwendet wird. Das hier ist so ein bisschen weitmaschiger. Zumindest mal könnt ihr dann auch beide Coils, die hier gut funktionieren, testen und rausfinden, welche für euch am besten geschmacklich passt. Vom Zugverhalten, Innendurchmesser und so weiter sind die eigentlich relativ gleich. Geschmacklich, von der Leistungsumfang her unterscheiden sie sich halt. Zusätzlich weiterhin auch erhältlich ist natürlich die RMC, die auch schon für die Creamhill 2 zur Verfügung stand, mit der man dann auch selber diese Coils erstellen kann, nun natürlich dann nochmal so einen gewissen Preisvorteil hat bei der ganzen Geschichte. Gut, nehmen wir den Tank mal in Betrieb. Ich packe hier wie immer auch in die Coil, bevor ich sie benutze, schon mal so ein bisschen Liquid rein, damit die im Innern schon mal so ein bisschen vorbefeuchtet ist. Wir nennen das ja Primen. Und dann könnt ihr die Coil einfach hier reinstecken, einmal fester drücken, sodass die hier auch wirklich richtig drin sitzt. Und dann die Kappe hier unten einfach wieder drauf drehen. Und dann können wir hier die Topcap abnehmen und den Tank auch noch voll machen. Die Öffnungen sind hier groß genug. Das solltet ihr mit jeder gängigen Flasche, in der Regel habt ihr ja Chubbies, das Ganze auch befüllen können. 5 ml brauchen einen kleinen Moment, aber damit habt ihr dann mit dem Bubbleglas zumindest mal auch hier eine gewisse Reichweite. Und ich finde diese Bajonettverschlüsse halt auch immer sehr gut zu benutzen, weil ich drehe halt so lange, bis ich den Eingang finde und dann kleine Vierteldrehung und dann ist das Ganze auch schon einsatzbereit. Wenn das eure erste Befüllung ist, lasst das Ganze nochmal so 5 Minuten stehen, damit die Watte sich auch wirklich vollsaugen kann. Und ja, dann könnt ihr damit eigentlich auch schon loslegen. Gut, dann widmen wir uns mal dem Akkuträger. Ihr seht schon, der Durchmesser von Gunther hier drauf passt schon soweit fast an den Rand. Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Platz, also auch noch 1 mm oder so Überstand ist hier kein Problem. Wir können hier natürlich auch größere Geräte draufschrauben, die stehen dann hier halt entsprechend über. Müsst ihr für euch selber entscheiden, ob das von der Optik her noch gerade so geht oder ob das für euch ein No-Go ist. Ich würde sagen, einfach die klassischen 25, 26 mm Verdampfer machen jetzt hier die beste Figur. Ja, sonst haben wir natürlich jetzt hier unseren 510-Anschluss sitzen, der ist vergoldet. Diese Platte hier oben ist relativ breit und auch relativ kratzfest, weil aus Metall. Der Anschluss ist gefedert und natürlich vergoldet. Und dann haben wir hier oben unser Display, was wir uns natürlich jetzt gleich nochmal anschauen, sobald dann Akku drin ist, damit ihr auch sehen könnt, was hier dargestellt wird. Dann haben wir hier unseren Feuertaste und die Plus- und Minus-Taste, sowie hier unten unseren USB-C-Anschluss, um zu laden. Dann haben wir hier auf der Seite den Creamhild-Schriftzug, den haben wir hier auf beiden Seiten und diesen abgerundeten Handballen, damit das Ganze auch schön ergonomisch in der Hand liegt. Und unten drunter finden wir dann noch unseren Akkufachdeckel. Der besitzt hier so einen Bügel, den könnt ihr mit dem Fingernagel hochmachen. Und dann können wir hier das Ganze entsprechend rausdrehen und kommen dann an unser Akkufach. Hier sind natürlich auch nochmal die entsprechenden Entgasungslöcher. Und hier im Innern findet ihr dann noch so einen Schutzring aus Schaumstoff und darunter dann hier den Adapter für 18650er Akkus. Hier im unteren Bereich ist auch nochmal gekennzeichnet, dass Plus zuerst rein soll in den Akkuschacht. Und dann packt ihr den Akku einfach mit dem Pluspol zuerst hier rein und verschließt das Ganze mit dem Akkufachdeckel. Hierdurch haben wir auch eine gute Anpassung. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten natürlich. Was jetzt auch die Akkulänge und so weiter betrifft, kann man hiermit halt perfekt auch den Akku dann feststellen. Wir haben gerade bei den 21700ern halt viele Abweichungen und durch die Verwendung dieses Mechanismus ist erstmal sicher, auch wenn der mal runterfällt, springt hier kein Akkufach auf. Und wir kriegen auch die 21700er Akkus hier so im Gerät positioniert, dass nichts klappert oder wackelt. Generell, das Gerät ist geräuscharm, also ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr schüttelt, hier nichts hören. In dem Sinne, es ist sehr leise. Gut, dann schauen wir uns mal eben die Software an. Das Gerät ist jetzt noch ausgeschaltet. Ich schraube mal einen Verdampfer drauf, damit der auch direkt was zum Messen hat gleich, wenn er eingeschaltet wird. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sehe ich hier kurz Webfly und dass ich aktuell bei 7,5 Watt bin. Der Widerstand meiner Coil liegt bei 0,2 Ohm und bei 7,5 Watt würden wir jetzt mit 1,24 Volt feuern. Wir haben hier oben noch die Anzeige, wie voll mein Akku ist. Und während ich feuere, zeigt er mir dann auch die wirkliche Spannung, die ausgeliefert wird, an.
Eins, zwei, dreimal geklickt auf die Feuertaste, kann ich die Modi wechseln. Dann wäre ich jetzt im Bypass-Modus. Da schmeißt er dann auch wirklich die Spannung des Akkus raus. Eins, zwei, drei, wieder geklickt auf die Feuertaste, bin ich wieder im Watt-Modus. Sind auch die einzigen beiden Modi, die dieses Gerät hat. Also ihr könnt euch entscheiden, entweder Watt oder halt Bypass. Dann könnt ihr noch die Feuertaste und Plus gleichzeitig gedrückt halten. Damit wird dann der Screen nochmal gespiegelt. Hört sich erstmal komisch an, aber wenn ich den Verdampfer jetzt in meine Richtung halte, dann ist das genau die Richtung, wenn ich den normalerweise so in der Hand habe, auf die ich dann auch auf das Display gucke. Deswegen sehr hilfreich. Im Video jetzt hier ein bisschen doof, könnten wir uns auch umdrehen, aber wechseln wir mal wieder eben zurück. Dann kann ich noch mit der Feuertaste und Minus gedrückt halten, den Screen ausschalten. Das heißt, das Gerät ist jetzt nicht ausgeschaltet, sondern es ist im Stealth-Modus. Das heißt, auf dem Display wird mir nichts mehr angezeigt. Das kann ich aber auch mit Feuertaste und Minus wieder einschalten. Falls ihr mal nichts auf dem Display seht und der Akku ist drin, dann kommt vielleicht mal auf die Idee zu testen, ob mit Feuertaste und Minus ihr hier wieder was angezeigt bekommt. Dann können wir noch die Plus- und Minus-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Und ja, genau, dann wird das Ganze gelockt. Das heißt, ich kann nichts mehr verstellen, aber ich kann noch weiterhin feuern. Und wenn ich wieder Plus und Minus gleichzeitig gedrückt halte, ist das Ganze unlocked und ich kann wieder verstellen. Dann haben wir noch eine zusätzliche Funktion, die jetzt hier akustisch ist. Da geht es um die Sicherheitsgeschichten. Kommen wir auch gleich nochmal im Fazit zu. Das kann ich euch aber auch eben noch zeigen. Wenn ich jetzt hier die Feuertaste gedrückt halte, dann haben wir eine maximale Feuerzeit von 10 Sekunden. Und wenn diese erreicht wird, dann sollte das Gerät dann jetzt gleich piepsen. Genau. Wir haben nämlich jetzt hier einen Warnton. Und der warnt uns halt zum Beispiel, wenn wir einen Kurzschluss, und der warnt uns zum Beispiel, wenn wir einen Kurzschluss haben, wenn das Gerät zu heiß wird oder wenn das Gerät voll geladen ist, also wenn das jetzt an den Ladeanschluss anhängt und der Akku erreicht 100%, dann fängt es auch an zu piepsen. Und wie wir gerade gesehen haben, auch wenn wir zu lange dampfen. Wenn das Ding also in der Tasche steckt und irgendwas automatisch auslöst, dann würden wir zumindest mal gewarnt, hey, das Gerät ist noch an und du hast gerade 10 Sekunden auf den Feuertaster gedrückt. Kann also manchmal ganz hilfreich sein. Im normalen Betrieb, sage ich mal, beim Dampfen erreicht man diese 10 Sekunden in der Regel nicht. Gut, das wäre es dann aber auch erstmal in der Detailansicht und ich würde sagen, wir haben jetzt alles hier gesehen. Gehen wir mal nach oben und kommen so langsam zum Fazit. So, da bin ich wieder. Ja, gucken wir uns das nochmal eben genau an, was wir eben gesehen haben. Fangen wir oben beim Gunther an. Ja, dieselben Coils wie bei Kriemhild 2. Das sind die K-Series-Coils. Das heißt, ihr habt die 0,2-Ohm-Variante mit diesem Duplex-Mesh oder die 0,3-Ohm-Variante mit einem klassischen Single-Coil-Mesh. Geschmacklich würde ich sagen, gleich geblieben. Großer Vorteil ist jetzt hier halt dann die Top-Airflow, die dafür sorgt, dass hier kein Liquid irgendwo rauslaufen kann, wenn da mal zu viel irgendwo durchläuft oder wenn sich Kondens sammelt. Die Top-Airflow verhindert das in der Regel, es sei denn, ihr dreht den Verdampfer wirklich um. Also das, was wir von der Krimel 2 kennen, geschmacklich vom Zugwiderstand, sind wir da im DL-Bereich unterwegs, können natürlich auch runterregeln, restriktiv. Von der Leistung her auch im moderaten Bereich. Ich bin jetzt hier wieder bei ja, knapp 50 Watt. Mit der Duplex Coil und da liefert die mir das, was es soll. Die Süße wie immer beim Mesh ein bisschen überzeichnet, aber geschmacklich auf jeden Fall okay. Ich sehe auch keinen großen Unterschied mehr aktuell bei den verschiedenen Herstellern. Was die Mesh Coils betrifft, die haben sich da alle relativ angenähert. Wo die einen mehr oder weniger punkten ist, zum Beispiel bei der Auslaufsicherheit oder ich hatte. Ich will jetzt keinen Hersteller nennen, aber es gibt so Coils, die spucken relativ viel, weil da der Nachfluss relativ gut ist. Und dann habe ich ständig heiße Liquidspritzer im Mund. Haben wir hier nicht. Also die Coils funktionieren so, wie es soll. Der Geschmack ist da. Und ich weiß auch nicht, was ich da noch viel verbessern soll. Handling ist hier gut. Wir haben einen Bajonettverschluss oben. Da können wir einfach reinkippen. Die Airflow lässt sich gut einstellen. Das ist ein ganz smoother Zug. Die Lautstärke, gerade bei Top Airflow, ist natürlich ein bisschen lauter. Das heißt, wir haben halt das entsprechende Rauschen, aber jetzt nichts Pfeifiges oder so. Ja,
passt für mich. Die Coils kriege ich relativ gut raus, die sind nur reingedrückt. Und wenn ich will, kann ich mir hier auch noch dann die Selbstwickleinheit, die RMC von der Krimel 2 holen. Und dann bin ich auch noch kostengünstiger bei den Coils unterwegs. Weil klar, Fertigcoils kosten halt. Aber die Mesh-Coils halten in der Regel 2 oder 3 oder 4 Wochen, je nachdem, was für ein Liquid ihr da reinpackt. Ja, ist der Kostenpunkt, wenn ich es jetzt mit dem Rauchen vergleiche, eigentlich vernachlässigbar, würde ich sagen. Der Akkuträger selber ist ein klassischer Einsteiger-Akkuträger, würde ich sagen, weil wir können nicht viel einstellen. Das kann für den einen ein Pro, für den anderen ein Contra sein. Ich finde es halt immer ganz gut, wenn das möglichst einfach gehalten ist. Wir haben hier keine Temperatursteuerung, wir haben keine Preheats, wir haben nichts, was wir sonst einstellen können. Wir können nur maximal entscheiden, ob wir im Watt-Modus unterwegs sein wollen, oder ob wir halt im Bypass-Modus das Ganze befeuern wollen. Also die beiden Modi sind da. Dann können wir mit Plus und Minus natürlich im Watt-Modus das Ganze noch ein bisschen regeln. Wir können das Display drehen, was manchmal ganz hilfreich ist, wenn ich von oben runter gucke, dass das dann andersrum ist, weil dann sehe ich auch direkt, was für Werte ich habe, wenn man das entsprechend umdreht, weil normalerweise hält man das Ganze ja so in der Hand und ich kann das locken. Ja, und das war es dann halt auch schon. Der Akkudeckel hier unten ist diesmal extra schraubbar gewählt worden. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, natürlich so ein Akkufach zu verschließen. Das hier ist, wenn man es mit anderen Geschichten vergleicht, immer noch die zuverlässigste. Aber was den Kontaktdruck natürlich betrifft, der dadurch gut reguliert wird, was auch mal beim Runterfallen natürlich bei anderen Mechanismen ist, die dann gerne auch mal aufspringen, ist der Akku hier sicher im Gerät befestigt. Und gerade auch wenn wir 20700er, die ja so ein bisschen dünner sind, hier reinbauen, sorgen wir dafür, dass die da drin nicht wackeln, was sonst halt auch immer von vielen bemängelt wurde, ist das jetzt hier auch nochmal so, dass der ein bisschen besser festgestellt ist und ja, sauber hier drin sitzt. Heißt natürlich auch beim Wechseln, beim Wechseln, Bügel hoch, ausdrehen. Also wir müssen so ein paar Gewindegänge hier schon erledigen, damit das Ganze feststeht. Wenn ihr es mögt, gut. Wenn ihr es nicht mögt, na, wie gesagt. Dann haben wir USB-C zum Laden hier. Ja. Dadurch muss ich nicht mehr gucken, wie rum ich den Stecker reinstecken muss. Das macht die vielleicht auch langlebiger, die Anschlüsse, weil man es nicht falsch rum probiert. Und das einzige neue Feature hier drin ist halt dann wirklich diese Warnmöglichkeit bei Überhitzung, bei Kurzschluss, bei leerem Akku, bei Laden mit bei vollem Akku, oder wenn ihr die Zeit überschreitet, die 10 Sekunden, dass dann halt entsprechend so ein Warnton kommt. Das kann zumindest mal in der Tasche sehr hilfreich sein, wenn da irgendwas drauf fällt und Dauerfeuer ist die ganze Zeit, dann hört ihr das nach 10 Sekunden, dass da irgendwas nicht stimmt und könnt den rausholen und dann ausschalten mit der 5-Klick-Abschaltung und seid dann da auch wieder safe. Finde ich auf jeden Fall ein gutes Sicherheitsfeature, dass man das auch nochmal hören kann, weil ob da so ein Display in der Hosentasche blinkt und Warnung, Warnung sagt, bringt dann sonst ja nicht so viel. Es ist eine schwerere Kombi. Auch größer natürlich, klar, 21700er. Ich finde, sie liegt trotzdem noch gut in der Hand. Wir haben ein klassisches, eine Form hier, die sowieso, sag ich mal, der Handform entspricht. Und dadurch liegt das Ganze halt auch gut in der Hand. Ja, jetzt dampfe ich auch nochmal. Und dann wären wir eigentlich auch schon so weit durch. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Verschiedene Farben gibt es. Schwarz-Gold fand ich nochmal relativ sexy, weil dann auch hier oben der Verdampfer nochmal so einen goldenen Teil hat, sieht noch recht cool aus. Und dann gibt es nochmal das Ganze in so einem Gunmetal und ganz normal schwarz. Könnt ihr mal schauen. Also verschiedene Farben sind auch nochmal verfügbar, je nachdem, was euch da am besten gefällt. Und ja, ich glaube, ein solides Gerät, wenn man einen Sub-Umtank direkt mit einem Akkuträger haben möchte, eine schöne Kombi. Oder wenn euch der Akkuträger selber interessiert für 25 bis 26 mm Durchmesserverdampfer, dann vielleicht auch keine schlechte Wahl. Gut, das wäre es aber auch erstmal von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht gerne einen Daumen hoch. Ansonsten, so wie immer, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke. Tschüss. Thank you.